Servus Leute, hier ist wieder Agent 007 von Clan Libaolite. Ja, ich habe einen digitalen Camcorder bestellt und heute ist er angekommen, endlich. Auf jeden Fall ist es ein sehr schöner und ich habe mir diesbezüglich wegen diesen Camcorder auch beraten lassen bei einem Kollegen von mir. Erstmal danke an Kalle, er weiß Bescheid. Auf jeden Fall, er ist für Hobbyfilmer etc. geeignet, wie ich mich informiert habe und wie er mir es mir erklärt hat und hat mir auch gesagt, auf welche Details ich achten muss und welcher gut ist, welcher schlecht ist und was ist Pro und was ist negativ, also Plus und Contra halt, ne? Auf jeden Fall hat dieser Camcorder einen guten Test abgeschnitten. Das ist der Sony HDR CX 240E. Er ist gerade nicht teuer. Auf jeden Fall ist es damals, als er erschienen war, war er natürlich teuer, aber natürlich gingen die Preise mit der Zeit natürlich runter. Und ich hatte ihn schon längst eigentlich schon im Sicht, nur wusste ich nicht, was ich nehmen sollte. Jetzt eine Sony, Canon, Panasonic und so weiter. Und dann habe ich mich halt auf den Sony entschieden. Ja, und was ist das? Okay. Und ja, da ich gerne eigentlich aufnehme, fotografiere etc. und auch für den Urlaub ist er eigentlich mehr geeignet. Ja, ich wollte eigentlich nach Türkei, Griechenland und Italien und vielleicht Libanon, ich weiß nicht. Es sind viele Ziele, aber ich kann mich, glaube ich, dieses Jahr nur auf zwei Urlaubsziele, vielleicht werden es drei, ich weiß nicht, fixieren. Und ja, auf jeden Fall nehme ich diesen Camcorder dann mit nach Türkei. Ich fahre dann nach Alanya, Side und nehme da mal auf und gucke mal, wie schön die Kamera aufnehmen kann. Eigentlich habe ich darüber diesbezüglich Videos auf YouTube angeschaut von anderen YouTubern und die Qualität gezeigt haben. Also die Kamera ist, muss man schon sagen, ehrlich, Bombe. Die ist sehr klein und leicht, finde ich. Sie könnte schon ein bisschen schwer sein, aber ist schon gut. Sie liegt sehr schön in der Hand, wie man sieht. Ne? HD. Da sind wir mehr. Auf jeden Fall, mein Kollege hat mir auch selber gesagt, ich soll mich nicht so auf dem digitalen Zoom fixieren, weil der digitale Zoom danach verschwemmt wird. Deswegen mache ich auf den optischen Zoom. Und der optische Zoom ist bei diesen hier einzigartig auch, ehrlich. Man braucht auch nicht so viel an Scheiß Zoom zu machen. Ich freue mich auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall mein erster Camcorder. Und dann habe ich mir gesagt, wenn es einer sein sollte, informiere ich mich bei meinen Kollegen. Der kennt sich damit sehr gut aus. Er hat schon mehrere. Er vertraut und schwört auf die Bandtechnologie. Er hält halt nichts von so ganz von diesen Speicherkarten und Festplatten, die eingebaut sind, weil die gehen nach einer Weile kaputt. Naja, ja, er kennt sich halt auf jeden Fall damit aus und er meint zu mir, wenn du eine haben möchtest, dann hol dir auf jeden Fall eine Sony HD. Ne? Ja, das war's von mir. Ihr werdet in nächster Zeit dann in circa in einer Woche werde ich dann die paar Videos machen und ich denke mal ungeschnitten werde ich sie hochladen. Ich weiß nicht. Entweder werde ich sie schneiden und hochladen oder ich werde sie einfach ungeschnitten einfach hochladen. Also so wie mir danach eigentlich ist, werde ich es danach eigentlich machen. Ob ich sie schneide und danach bearbeite etc., weiß ich nicht, ehrlich. Also, weil ich ehrlich ein bisschen faul bin und das Laptop einschalte und danach hochlade, weiß ich nicht. Auf jeden Fall wäre gerne das über diese Kamera. Also, es ist ja auch von Zeiss. Also Carl Zeiss, sieht man das? Nee, jetzt. Da. Moment. Jetzt sieht man es. Ja. Auf jeden Fall ist es von Carl Zeiss. Die Linsen, ne? Und damals hatte ich ein Nokia N73 und da habe ich damit so geile Fotos und Bilder gemacht und Videos. Das war sehr geil, ehrlich. Bei dem Nokia N73 mit dieser Kamera von Carl Zeiss war auf jeden Fall sehr gut. Und jetzt hat dieses hier auch das schon was.
War sehr gut, ist, wie ich finde. Ja, ich werde mir noch dazu noch so ein Stativa holen, Stativa oder wie der heißt, so damit das Teil, damit ich es nicht ganz mit der Hand halte oder damit es halt nicht so viel ruckeln. Ich gucke mal, mein Kollege meinte, ich kriege auch für 10, 15 €. Na, ich gucke mal, was ich da finden kann und noch ein paar Speicherkarten und dann soll es mal losgehen. Und ja, ich denke mal, ich werde auch, wenn ich dieses Jahr auf der Gamescom gehe, dass ich den dann mitnehme und da hinten ein paar Aufnahmen mache. So, das war's von mir, euer Agent 007 von Clan Libaolite. Peace out.